Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr Blitz schnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Daniela, ich grüße dich. Du liebst jemand. Mein Gefühl sagt, er liebt dich auch. Es ist Altersunterschied da, aber es ist wirklich nicht viel. Du kannst zu diesem Liebe stehen. Wie das weitergeht zwischen euch beiden, das schauen wir bei dieser Legung an. Sein jetzige momentane Situation beschreibt diese Karte. Die Kelchen zeigen die Wasserelemente und das steht in Verbindung zu seinen Gefühlen. Also er betrachtet gerade seine eigenen Gefühlen und er wartet auf ein Wunder. So wie hier dieser kleine Magier hofft, irgendwas kommt, was Wunderbares auf ihn zu, das entspricht seiner Haltung. Und das sind nicht die klaren Entscheidungen oder der Verstand, sondern diese Wartehaltung, hoffentlich passiert jetzt was. Worüber macht er Gedanken? Das zeigt hier dieses Bild. Er steht gerade in einer großen Herausforderung und er verliert den Halt. Das kommt auf ihn zu wie ein großer Sturm und er hat Angst vor dieser Veränderung. Und das betrifft nicht dich, sondern das betrifft diese neue Begegnung mit dieser Frau jetzt. Steht in dieser Herausforderung. Und das würde für mich bedeuten, er will das nicht, aber er traut das nicht zum Sagen, weil er hat Angst, dass dadurch entsteht ein Widerstand, dieser große Sturm, und er versteckt wie ein kleines Kind hinter dieser Entscheidung. Das würde für mich bedeuten, er will diese Frau nicht. Er will diese neue Beziehung nicht, aber er hat Angst, das zu sagen. Er hat Angst, dass diese Nein etwas auslöst und dann kommt dieser große Sturm. Und wie ein kleines Kind versteckt sich. Und das entspricht diesen Gedanken, dass er meint, anderen haben Erwartungen. Erwartungen, dass er endlich eine Beziehung lebt, dass er dafür entscheidet. Und er will diese Erwartungen erfüllen. Aber er will diese Frau nicht. Warum wohl? Weil er dich liebt und das sagt auch sein Gefühl, dass er kehrt zu dir zurück. Und er kehrt immer wieder zu dir zurück. Und er kommt nicht mit leeren Händen, sondern er hat diesen Kelch im Hand. Und das entspricht seinen Gefühlen. Was verbindet euch beide? Das zeigt hier dieses Bild. Die Münzen zeigen die Sicherheit, Stabilität, die Realität. Das ist Erde-Element und das entspricht die Taten. Er fühlt sich bei dir angekommen. Und die Zahl 4 zeigt auch diese Struktur. Diesen goldenen Taler symbolisieren auch Werten und Wertschätzung. Für ihn diese Liebe ist wertvoll.
Für ihn bist du wertvoll. Warum? Weil du hast was zum Bieten. Und das ist nicht das Geld, sondern deinen Werten. Er ist bei dir angekommen. Was möchte er dir sagen? Das zeigt hier dieses Bild. Dieses Schwert symbolisiert erstens klare Entscheidungen. Und er würde dir am liebsten sagen, ich muss jetzt Entscheidung treffen. Jeder erwartet das von mir. Dieses Bild, dieses Schwert symbolisiert auch die Angstbefreiung. Und das wäre ihm sehr wichtig. Und die Zahl 1 hat auch was zum Sagen. Diese Zahl 1 vermittelt und das, was dir sagen möchte, eigentlich will ich selbst diese Entscheidung treffen, aber mir kommt es vor, dass andere über mich schon entschieden haben. Aber ich bin unsicher, ich habe Angst, meine Meinung zu sagen, was hier auch sichtbar ist. Ich sollte aber von dieser Angst mich zu befreien, das ist auch Angstbefreiung, und so könnte ich die Situation retten und all das klären. Was ist sein Herzensbotschaft für dich? Das zeigt dieses Bild. Die Kelchen symbolisieren das Wasserelement und Wasserelement steht für Gefühle und das heißt Liebe. Sein Herzensbotschaft ist, ich liebe dich und warte auf mich. Diese Dame wartet, bis er kommt, bis er zurückkehrt. Und das möchte er, dass du auf ihn vertraust, dass du auf seinen Gefühlen vertraust, dass du das auch annimmst und wartest, bis er sich äußert, bis er diese Entscheidungen trifft. Was passiert zwischen euch beiden? Du sollst das verinnerlichen. Du bist seine große Liebe. Du bist ihm wertvoll. Du gibst ihm die Sicherheit und Stabilität. Und er kehrt immer zurück und erwartet von dir auf ein Signal, ein Wunder. Dann kann mit Ruhe seine Entscheidungen treffen und das wird er auch tun. Er bereinigt das alles, zeigt Mut und du solltest diese Liebe annehmen. Wenn du das verinnerlichen kannst, dann entsteht hier Struktur, weil die Zahl 4 spricht dafür. Das hat Hand und Fuß. Hier zeigt sich auch die Zahl 4. Das ist Stabilität und das ist auch wertvoll für ihn aber auch. Ich befrage mein Pendel. Wenn du das vorstellen kannst, mit ihm eine Beziehung leben, hast du diese Chance? Liebt er dich? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet, ja, ihr habt diese Chance. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet, nein, das ist hoffnungslos. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet, vielleicht. Oder wir sollen diese Frage momentan noch nicht stellen. Ja, nein oder vielleicht. Die Antwort ist ja, du hast diese Chance, mit ihm zusammen zu sein. Und das sagt auch mein Gefühl. Liebe Daniela, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.
Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.